Damn. Yeah. Hallöchen, ja, da bin ich mal wieder. Es geht weiter im Text. Ich habe endlich Post bekommen von... Oh, wo ist denn die Cam? Hier. RC Mord, endlich. Ups, Entschuldigung. Endlich. Ja, was war drin? Die habt ihr ja in den einem Video schon gesehen. Das sind die G-Mate NR2 Beatlock Wheels Chrome. Da habt ihr es. Könnt ihr es lesen? Ich denke schon. Das sind die hier. Dann die passenden Reifen dazu. Das sind die 1.9er MT1903. Die sind also nicht weit weg von den, was zeige ich euch gleich, von den originalen Super Swamper oder Super Swamper oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Und dann hatte ich ja euch letztes Mal schon gezeigt, die Einlagen von Crazy Crawler. Das wird jetzt eingebaut. Es ist noch was gekommen für die Karosserie. Das zeige ich euch aber später. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich jetzt vorhabe. Also das sind ja die originalen Reifen gewesen. Das war die originale Einlage. Und so sieht jetzt schlussendlich eine fertige Felge aus. Ich habe nämlich ein paar schon mal fertig gemacht. Das sind die Beatlock-Felgen mit den neuen G-Mate-Reifen. Eine echt hübsche Kombination, finde ich. Kann man machen, definitiv. Einlagen sind auch schon drin und aufgebleit sind sie auch. Und zwar mit 80 Gramm pro Felge. Das macht 320 Gramm. Sollte was bringen. Ich wollte jetzt nicht zu viel machen und den Antriebsstrang nicht sinnlos zu strapazieren. Ja, sollte reichen. Nochmal hier im Vergleich kurz zu den originalen Reifen sind die G-Mate einen kleinen Ticken kleiner, aber dafür breiter als die originalen. Ihr seht das. Vielleicht sieht man das ein bisschen. Die Flankenhöhe ist bei den originalen nämlich ein bisschen höher als bei den G-Mate. Sollte aber, denke ich mal, keine große Auswirkung haben. Das werden wir alles sehen. Wie gesagt, die Einlage ist ja raus. Dafür nehmen wir, zeige ich euch auch gleich noch, die Einlagen von Crazy Crawler. So eine hier kommt da rein. Und das hier ist eine Einlage von den G-Mate Reifen. Da sind solche hier dabei. Ja, fühlen sich ziemlich kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wie dem auch sei, da schmeißen wir es mal jetzt alles beiseite. Wie gesagt, so sehen die aus. Das ist jetzt hier schon diese Zierkappe drauf. So sieht es aus ohne Zierkappe. Macht jetzt quasi den Reifen dran. Hier kommt dann die Mutter drauf. Und dann macht ihr hier mit ziemlich vielen kleinen Schräubchen, wenn ich es denn mal hinbekomme. Hallo. Ah, die eine bleibt da drin. Kommt dann hier diese Kappe hier drauf geschraubt, so quasi. Bup, und dann ist das schick. Aber das zeige ich euch jetzt im Einzelnen. Gut. Wir brauchen dafür eigentlich nicht viel. Ein 2.0er Imbus brauchen wir auf jeden Fall. Saubere Hände, weil wir ja Gewichte einkleben wollen und die halten natürlich nur gut, wenn das Ganze möglichst fettfrei ist. Ne? Und wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Schere oder Messer halt, je nachdem. Okay, die Schere ist so stumpf, damit schneidet man nichts mehr. Wo ist mein Messer zur Hölle? Top Vorbereitung. Wo ist denn mein Messer? Hier. Sorry. Ja. Einbau ist relativ einfach.
Also ist jetzt nicht irgendwie was sonderlich Schweres. Ihr habt auch nochmal eine Anleitung dabei. Hier sind die ganzen Schrauben. Sind übrigens auch Ersatzschrauben bei. Für die Leute, die gerne mal was verlieren, so wie ich. Hier sind nochmal so eine Kappe, ne? Ziemlich viel Müll auf jeden Fall sammelt sich da an. Mal alles beiseite räumen hier, was jetzt nicht braucht. Was wir jetzt nicht brauchen. Hier haben wir die Anleitung. G-Mate hat es so gemacht, dass ihr hier zwei lange Schrauben habt, um das Ganze zusammenzufügen. Finde ich ganz cool. Und danach schraubt man halt die anderen rein. Ganz einfach. Anleitung ist eigentlich unnötig. Sag ich jetzt einfach mal so. Machen wir hier die Schräubchen noch auf. Okay. Das ist irgendwie alles stumpf. Jetzt machen wir hier die Schräubchen, die kippen wir jetzt hier mal so schnell hin. So, zack, zack, zack. So, Müll beiseite. Messer weg. Kommen wir mal zu den Reifen. Kann man hier wie bei Lois oder was auch immer, hat man hier so einen Zip-Verschluss. Dann kommt ein der Geruch aus einer koreanischen Fabrik entgegen und dann war's das eigentlich schon. Ja. Also, hier sind die Einlagen, die kommen in den Müll, die brauchen wir nicht. Der Gummi an sich ist extrem. Ihr seht das. Wo ist denn jetzt die Kamera? Ich muss mich dran gewöhnen. Ich habe die Kameraposition nämlich jetzt ein bisschen geändert. Ich habe die jetzt einfach oben an die Decke geschraubt, quasi. Dann nehmt ihr eure Einlage. Knüt die so ein bisschen, pappt die hier rein. Eigentlich wollte ich so ein Video nicht machen, aber ich dachte mir, ich muss es so oder so machen. Quatsch ich ein bisschen dummes Zeug dabei. Und ja. Das hier solltet ihr euch immer ein bisschen Zeit nehmen, weil wenn das nicht richtig sitzt, eiert der Reifen nachher. Und ihr habt dann auch nicht den gewünschten Effekt bei solch einer Einlage, den ihr hier haben wollt, bei so einem Laser Foam, also bei so einer lasergeschnittenen Einlage. Habt da nur Gutes drüber gehört. Da mich einige Leute wieder gefragt hatten, wegen Crawler Bibabo, was ich empfehle und so. Ich habe darüber ein paar Videos gemacht. Wenn ihr dann immer noch Fragen habt, dann schaut bitte bei Gary vorbei, von Garys Modellbau-Blog. Das ist ein Freund von mir, den ich jetzt auch schon eine ganze Weile kenne. Das ist ein netter junger Mann aus Österreich, der sogar Wettbewerb fährt. Und das erfolgreich, auch mit einem Vatera zum Beispiel, unter anderem. Und der hat viele, viele Videos darüber gemacht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und dann werdet ihr wahrscheinlich auch die letzten Fragen beantwortet. Also bekommt ihr die letzten Fragen auch beantwortet. So, jetzt habe ich das im Quatschen jetzt schon gemacht, ne? Also ich empfehle euch, ihr nehmt solche Klebegewichte, 5 Gramm, die passen bei den meisten perfekt rum. Legt die einmal außen um, schneidet die dann mit der Schere ab und klebt die dann in einem Rutsch drauf. So habt ihr perfekte Gewichtsverteilung, es eiert somit nicht. Also ich habe schon gesehen, dass manche hier 2 hinmachen und hier 2 und dann hier 2 und hier 2. Bin ich jetzt kein Freund von, deswegen habe ich es jetzt einmal ringsrum gemacht. Jetzt quetscht ihr das Ganze hier irgendwie rein. Das kann teilweise ein bisschen schwer gehen. Zieht ihr hier den Gummi wieder raus. So. Passt da natürlich auf, dass das alles noch gut sitzt. Ne? Guckt hier mal ein bisschen rein. Wie gesagt, lasst euch da Zeit. Ihr ärgert euch dann im Nachhinein bloß, wenn irgendwo was eiert oder so. So. Das sieht ganz gut aus. Ja, die passt ganz gut. So, jetzt mache ich so. Also ihr habt jetzt hier eine kurze Seite mit diesen Nippels hier. Warte, warte, warte.
hier mit diesen Nippels, da kommt das Innenstück quasi rein. Ich mache das immer so, dass ich zuerst die Innenseite reindrücke, weil dann seht ihr auf der Rückseite hier, wo diese, weil ihr habt ja hier so eine Nut, ne? Habt ihr hier die Nut und hier drinnen die Teile. Und die müssen natürlich sauber ineinander greifen, sonst passt das ja nachher nicht richtig. Deswegen mache ich das immer erst so, verkehrt rum. Dann sehe ich das, wie die rein müssen. So. Dann seht ihr es, das passt. Guckt hier draußen nochmal so ein bisschen. Dann nehmt ihr die Rückseite mit dem Dingsbums Mitnehmer. Ne? Nehmt ihr hier, habt ihr dabei liegen solche lange, zwei langen Schrauben. Da guckt ihr erstmal, ob das ordentlich schön passt. Das passt. Dann nehmt ihr euch so eine mini kleine Mutter hier. Habt ihr hier so eine Einsparung. Mit dem Finger dagegen halten. Ich mache es jetzt mal mit links. Und dann schraubt ihr erstmal die zwei rein. Sprich, die zwei langen schwarzen. Nicht zu fest, alles nur handfest, nicht übertreiben. Auch wenn das jetzt Kunststoff sind. Jemand hatte geschrieben, ja, warum nimmst du Kunststoff, kannst du Alu nehmen. Ich habe die jetzt aufgebleit. Was macht das jetzt für einen großen Unterschied, ob ich da jetzt Alu oder Kunststoff? Gewichtsunterschied ist jetzt nicht so gravierend. Ich wollte halt Chrom. Und ich wollte halt 5 Speichen. Oder halt in der Art Speichenfelgen. Ne? Und die haben halt perfekt optisch zu meinen Vorstellungen gepasst. Ich wollte nicht zu weit weg vom Original, weil ich ja die originale Karo auch jetzt soweit modifiziert habe, sag ich jetzt mal. Und wollte den originalen Look halt behalten, deswegen ja auch diese Reifen, die sich sehr stark an den originalen anlehnen. Ja. Deswegen Kunststoff. Ich finde das auch nicht schlimm. Kunststofffelgen. Hauptsächlich geht es ja darum, dass es Beadlocks sind, dass man nicht jedes Mal die Reifen versaut. Und ja, so, jetzt guckt ihr hier so ein bisschen. Ne? Dreht den Reifen mal so ein bisschen, schaut auf alles soweit stimmt. Ne? Dann mache ich es immer so. Ich nehme jetzt hier immer über Kreuz, das ist natürlich wichtig. Ich nehme jetzt hier, ich bin noch nicht im Bild, zwei Muttis. Mach die hier über Kreuz in diese Nut, nehme meine Finger, greife da so rein. Dann nehme ich mir einen Schlüssel, stecke da vorne eine Schraube drauf und drehe die erstmal so, dass die Hand, dass die Mutter Schraube greift in die Mutter. Und dann mache ich das so ringsrum. So. Das Ganze dann bei den anderen ebenfalls. Und wenn wir das gemacht haben, können wir diese langen Schrauben ersetzen gegen die normalen Schrauben. Und dann war es das auch schon. Ich sagte ja, das ist nichts Besonderes. Zack. Und jetzt nehmen wir die anderen wieder raus. Die schwarzen drehen wir jetzt ganz fix wieder raus. Das war es noch nicht. Die sind natürlich ziemlich lang. Ja, ich muss mich an die Kameraposition noch ein bisschen gewöhnen. Zack. Bei der anderen natürlich genau dasselbe. Die lange einfach rausdrehen. Zack.
Die nehmt ihr dann bei der nächsten Felge halt einfach wieder. So. Zack. Schauen das Ganze hier wieder rein. Und die letzte. So. Na, die greift nicht. Ach, das habe ich aus Versehen angehoben. Ups. Seht ihr? Deswegen liefert G-Mate ein paar extra Schrauben. Da hat sich schon eine gerade verabschiedet. So, jetzt könnt ihr ein bisschen straffer ziehen. Immer über Kreuz. Immer die gegenüberliegende Schraube. So. Dreht ihr die alle hier ein bisschen fest. Das könnt ihr mal kontrollieren. Nehmt ihr nochmal eure andere. So. Jetzt habe ich drei quasi fertig. Einer liegt hier noch. So. Den letzten mache ich dann alleine. Und ja, dann wie gesagt, schraubt ihr das Ding an euren Wagen. Nehmt dann die Kappe hier, legt die hier drauf, richtet die aus auf die Löcher, die Bohrung und macht dann das Ganze fest. Und dann sieht man die kleine Mutter einfach nicht mehr. So viel dazu. Die letzten hier, die mache ich dann alleine. Das rennt ja jetzt nicht weg. Ich schiebe jetzt nur mal schnell hier die Muttern beiseite. Und hole mal das Auto an sich. Da ist er. Ja, ich habe ein bisschen was geändert. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Chassis an, was ich da gemacht habe. Also, gemacht habe ich an sich nicht wirklich viel. Ich habe lediglich den hinteren Bodypost um 3 Stufen nach unten genommen, den vorderen um 2 Stufen. Es ist ein anderes Servo reingekommen. Das ist jetzt von Turnigy, das hat jetzt 17 Kilo. Da kommt aber noch ein 30 Kilo rein, bloß das originale Spektrum-Servo war mir dann doch zu schlapp. Das schafft schon ein bisschen mehr, aber ist noch nicht ganz optimal. Das kommt wahrscheinlich jetzt auch noch die Tage. Mit dem Regler bin ich sehr zufrieden. Der macht Spaß. Der Motor ist auch okay. Hat genug Wheelspin, wenn es sein muss. Hat aber auch genug Kraft. Von der Warte her ist alles gut. Der Gens S 2S Shorty Lipo hat mich einige gefragt, wie der denn nur ist. Ja, ich strapaziere den nicht krass. Also die Büchse braucht nicht viel. Ich habe nach 4 Stunden Fahrt immer noch 3,7 Volt pro Zelle gehabt. Also ja, er wird halt nicht strapaziert. Also ich kann euch nicht sagen, ob der irgendwie einbricht oder so. Weil wie soll ich das testen? Ne? Was kann ich noch dazu sagen? Sonst habe ich nicht viel geändert. Ich habe die Dämpfervorspannung ein bisschen rausgenommen, dass er ein bisschen weicher wird. Aber ansonsten alles tippitoppi. Bin zufrieden. Was ich im Unboxing vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass ihr bei den Vaterra-Modellen die Wheelbase, also den Radstand, einstellen könnt. Über ein paar Schrauben könnt ihr hier dann zusammenstecken. Ihr habt hier an den Links solche Spacer drin, nennt man das, die kann man dann rausnehmen und damit kann man dann den Radstand schön einstellen. Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Ansonsten ja, gibt es vom Chassis her nicht mehr viel zu sagen. Das bleibt auch so wie es ist erstmal. Aluteile sehe ich jetzt noch keinen Sinn drin. Die Achsen sind schon stark abgenutzt. Aber ich meine, ja gut, ist halt so, ne? Mal schauen, wie sich das jetzt weiter verhält. Ansonsten habe ich keinen Verschleiß irgendwie in irgendwelchen Stellen feststellen können. Es hat sich mal eine Mahnschraube gelöst, ja, aber mein Gott, ist ein RTR-Modell, ne?
Ist halt so. Ansonsten bin ich wirklich top zufrieden mit der Funke ebenso. Reicht halt fürs Crawl, ne? Und ja, kommen wir mal zur Karosserie. Da ist ein bisschen mehr passiert. So sieht sie jetzt aus. Die ist einmal komplett ringsrum nachgeschnitten worden. Da ich ja die Karo halt der Tiefe gemacht hatte, hat dann ja alles geschliffen. Deswegen wurde die Karo ringsrum um so viel gekürzt. Einmal ringsrum. So sieht sie jetzt von innen aus. Das ist noch provisorisch. Das ist jetzt erstmal das Kabelmanagement, sag ich jetzt einfach mal. Zum Testen erstmal. Das hatte ich ja, glaube ich, erwähnt im letzten Video, dass mir das der Lars von unserem Modellbaublog von UMB gelötet hat. Und wirklich super Arbeit. Ich zeige es auch gleich mal an. Aber erstmal machen wir erstmal weiter im Text. Ein paar Sticker sind halt dran gekommen überall hier, ne? Hier hinten. Halt so ein paar Sachen dran geklebt. Hier ist nochmal vorne. Rallye-Streifen und ja, an den Seiten ist noch was. So. Ja, dann habe ich durch meine hervorragenden Elektrikkenntnisse habe ich es irgendwie geschafft, keine Ahnung, das LED-Set, was mir der Lars gelötet hat, kurz zu schließen mit einem Schalter, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall wurde die Batterie ziemlich heiß. Keine Ahnung, ich bin echt, was Elektrik angeht, eine absolute Flachzange. Deswegen habe ich mir dann so eine Box besorgt. Da ist ein 9 Volt Block drin mit Schalter. Das lötet man dann einfach an und dann ist gut. Und jetzt sieht das Ganze so hier von vorne aus. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen. Ich kann ja mal das Licht ausmachen. So sieht das jetzt von vorne aus. Es leuchtet nicht stark, soll es auch nicht. Es soll halt nur den Scale-Look ein bisschen rausbringen. Und hinten habe ich das so gemacht. Huch, mach das Licht mal wieder an und das hier mal wieder aus. Hier hinten habe ich einfach von meiner Frau so einen Nagellackentferner für künstliche Fingernägel oder so ein Cleaner nennt sich das, keine Ahnung. Das ist übelst aggressiv, das Zeug. Dann habe ich hinter den Sticker hier so ein Viereck mir freigekratzt und habe dann da die LED mit Heißkleber mir so wie so eine Art Lightbucket gebaut. Das Ganze ein bisschen zugetaped mit Panzertape, dass es in Position bleibt. Es hält ganz gut. Ja, muss man in der Praxis sehen. Die Box hatte ich erst hier kleben. Dachte ich aber, das ist dann nicht, dann wäre die Karosserie zu hecklastig. Und jetzt habe ich es genau hier. Ich halte die Karosserie jetzt hier in der Mitte mit einem Finger. Und die ist wirklich komplett austariert. So passt es mir am besten. Die ist hier mit so einem Regler-Klebeband ist die festgemacht, weil von unten her wird das Ganze aufgeschraubt für die 9 Volt Block, dass ich da auch wieder rankomme. Habe ich das halt so gemacht und ich komme auch schön von außen ran. Von daher, ja, war das, fand ich, die beste Lösung. Ups, es ist gerade mein Handy umgefallen. Ja, ich würde behaupten, dass wir jetzt am Ende sind des Videos. Wie gesagt, ich werde jetzt die Tage noch ein Running-Video machen, weil meine Crawler-Strecke ist ja auch fertig. Es wird die Tage auch noch kommen, wenn das Wetter ein bisschen besser hinhaut. Heute ist es mir schon wieder ziemlich regnerisch. Werdet ihr das auch noch sehen? Dann seht ihr auch ihn fertig mit den Reifen komplett und wie die Performance ist, werde ich dann noch ein bisschen was zu sagen. Und ja. Achso, mich hat wieder jemand gefragt, ob er mir was schicken kann. Leute, wenn ihr mir was schicken wollt, schreibt mich privat an. Ich lösche sowas sofort in den Kommentaren. Schreibt mich privat an, was ihr mir überhaupt schicken wollt. Da ging es, glaube ich, um Sticker oder sowas. Ihr könnt mir gerne Zeug schicken. Schreibt mich da privat an oder auf meiner Facebook-Page oder bei Instagram oder wo auch immer. Und ja, ehe ich das vergesse. Dann würde ich sagen, Grüße gehen raus an alle meine Kollegen. An Benny, Mick, Laser, Gary, Julian,
Max, Timo, Lars, Sascha und so weiter. An Alex natürlich, an Claudia natürlich auch. An den Jungs von Crazy Crawler. Und an den Jungs von RC Mord. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.